Guten Morgen, Musik. Warum ich hier bin, ich habe mir natürlich jetzt fängst ja gut an. Mönchskutte. Also, warum sind einige Sachen so schwer? Mönchskutte. Kutte. Das ist französisch. Sieht aber überhaupt nicht aus wie eine Mönchskutte. Kutte sieht eher aus wie ein Gladiatoren-Dingens. So, gucken wir mal. Guck mal hier, schenke ich dir. Bin ich nett? Ja, soll mal ruhig die Fresse halten. Eine Mönchskutte. Wieso kann ich das nicht sagen? Grunz. Ich kann nicht reden. Mönchskutte für über 1000 Gold. Der hat mich voll ausgenommen. Typisch Mönche, ne? Typisch diese, wir sind für den Frieden der Welt und wir sind so rein mit der Ja, gib uns Geld, ne? Typisch. Typisch. Schlimmer als Christen. Na komm, das stimmt jetzt nicht. Okay. Grunz. Ich möchte wieder mit Tieren reden. Ich finde das so schrecklich, wenn man, weißt du, wenn ein Spiel, fand ich damals als Kind schon, wenn ein Spiel macht, dass du mit Tieren reden kannst. Das, was man als Kind sich auch voll wünscht, so, ne? Oh, ich will mit meinem Tier reden können. Und dann nehmen sie es dir wieder weg. Und dann denkst du so, ich hasse aber Menschen. Und dann war es zu einer Zeit, wo es noch keine Memes gab von irgendwelchen, ich hasse alles, Emo-Gothic-Typen. So, hallo, habe ich schon mit dir geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah ja, das war ja über den Mayan. Und hier kamen wir, glaube ich, raus, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bist du das? Lord Kumari war früher der Lehrmeister von Majo. Majo unternimmt viele Reisen. Nur selten trifft man ihn noch in Lhasa. Ja, weil Ark hat ja jetzt die Menschen wieder hergeholt. Und das hat natürlich auch die ganze Menschheit auf einmal wieder schnipp geschaffen. Das heißt, die Welt lebt schon länger, sagen wir mal so, ne? Das ist ja dieses, wie soll man das sagen? Er war im Schlaf, aber nur damit die Welt sich resetten kann, nicht resetten, wiederherstellen kann. Egal, denkt nicht zu viel drüber nach, weil das tut eurem Hirn nicht gut. So, waren wir hier jetzt überall schon drin? Shit, ich hab's vergessen. Sorry, das ist aber auch verwirrend. Ich glaube, hier war unser Bett. Ja. Und ich glaube, da waren wir auch. Warum lebt ihr eigentlich hier so? Warum läufst du hier draußen so rum? Majo reiste, um den Geist einer alten Lhasa-Sage zu erforschen. Okay. Und ihr wart, wie kommst du her? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wenn du kein Ziel hast, ich habe immer ein Ziel, Mädel. Ich habe immer ein Ziel. Wenn du wüsstest, dass du nur lebst wegen mir. Weil du existierst nur wegen mir. Also hör mal auf. Aber ich will ja nicht angeben oder mich wichtig machen. Hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Die Städte, ich mag zwar den Tempel hier total, ich mag das, wie es aussieht und so, aber es ist ein bisschen doof, die Städte sind ein bisschen besser. Wo kommst du her? Erzähl mir von dir. Also, ich bin der Weihnachtsmann. Ich komme aus Secret of Mana. So. Aber mit euch kann ich auch nicht reden. Warum habt ihr eigentlich alle keine Haare? Oh. Wisst ihr, was nervt? Wenn einige Optionen, nicht auszumachen sind. Oder ich muss es mal machen. Aber heutzutage auch im Internet gibt es immer und immer mehr irgendwelche Sachen, die du einstellen musst. Und Einstellungen mag ich ja eigentlich. Aber nur, wenn ich sie haben möchte. Und nicht die ganze Zeit, und ich weiß, ich bin dann vielleicht ein bisschen Boomer, in Anführungszeichen, oder sowas. Obwohl, das macht keinen Sinn, weil ich mag mein Handy. Bei Smartphones immer die ganze Zeit Ding, 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 wo ich dann denke, boah, macht das aus, Leute, wie könnt ihr das aushalten? Vielleicht, weil ich halt in einer anderen Welt, einer anderen Zeitalter, nein, das ist gar nicht so lange her. Auf jeden Fall bin ich aufgewachsen mit nicht die ganze Zeit Bing. Tamagotchi war schon schlimm. Also so gesehen, denke ich mir so, wenn jetzt, also bei mir in meinem Handy ist immer alles aus. Wenn eine Benachrichtigung kommt von irgendeiner App oder so, sage ich gleich, was willst du denn, Bitch? Sofort, aber sofort wird das ausgemacht. Einzige, was erlaubt ist, ist dann halt WhatsApp oder sowas, ne? Weil das macht Sinn. Aber alles andere, oh, alleine schon diese, die Freeplay-Spiele oder sowas, wenn man dann sagt, ja, ich will mal zwischendurch mal ein Level spielen. Und dann, hallo, hier hast du ein das und das. Die wollen dich hier wieder ranlocken, wo ich denke, das ist total ekelhaft. Das wäre auf der Straße verboten. Und daher, jetzt beim Computer fängt das jetzt auch an, bei allen, das ist immer so bing, bing, blong, ding, bong. Und das hört sich zwar alles schön an, wenn man überlegt, wie früher alles schrecklich war. Also die ganzen MIDIs sind schön. Wir hören gerade MIDIs. Aber einige erinnern sich vielleicht noch vor den Smartphones an die schrecklichen
Benachrichtigungstöne und sowas. Und ich bitch jetzt gerade ganz schön, aber mir egal. Und das ist zwar alles schön, dieses Bling-Bling, wie ihr eben gehört habt. Nur, oder habt ihr es überhaupt gehört? Ich weiß es gar nicht, muss mal die Einstellung gucken. Und es ändert aber nichts daran, dass es wieder aufpoppt. Und es ist vielleicht auch nett gemeint. Es ist einfach nur so, als ob Leute werden behandelt, als ob sie dumm wären. Also so richtige dumme Schafe. Und das nervt mich teilweise. Vielleicht aber, weil ich halt mit einem Computer aufgewachsen bin, der gesagt hat, hier, mach dein Ding, wir helfen dir dabei. Aber du hast selbst die Entscheidung zu treffen. Und das mag ich halt ein bisschen mehr, muss ich zugeben. Naja, vielleicht sind einfach mehr dumme Leute heutzutage an Computer. Ja, okay, ich hab's mir gerade selbst erklärt. Yaks sind wichtig. Er ist nämlich ein Yak-Fetischist. Sie transportieren Dinge und geben Milch und Fleisch. Aber nur einmal. Und das sind männliche Yaks, also beides ist ein bisschen schwerer zu bekommen. Außerdem kann man auf ihn reiten, wenn sie wollen. Ah, verstehe ich schon. Warte hier. Ach Mann, ich will noch Kommentare, wenn ich euch bewerfe. Damals in meinem Dorf, da durfte ich Sachen auf andere werfen und sie haben sich aufgeregt oder mich cool gefunden. Ah, ich vermisse es. Bitch, ich bin viel größer, guck mal. Jugendliche sind größer als Erwachsene. Das vielleicht macht mein Haar das aber auch aus. Wir gucken uns jetzt aber auch intensiv an. Okay, la la la, wir gehen mal wieder raus. Das ist schön, dass Yaks euch freiwillig dazu das lassen. Was läufst du hier so rum? Was machst du? Macho kennt die Welt. Ich mag die Erzählung aus fernen Ländern. Warum fragst du mich nicht? Ich kenn viel mehr als ferne Länder. Aber ja, ich habe geschlafen, während der Penner hier. Hey Penner, geh mal. Macho. Ah, endlich wieder da. Hallo Fremdere, vielleicht können wir uns später unterhalten. Wenn du mit mir reden willst, musst du dich noch etwas gedulden. Ich musste mit dir reden, damit du überhaupt gehst. Ist dir nicht kalt? Bitch. Okay, komm. Oh, ich bin noch gerade runtergelaufen erst. Hallo, wo ist Majo hier langgelaufen? Majo studierte früher bei Lord Kumari. Auf seinen Reisen hat er sich ein großer Wissenschaftler. Ja, wir wissen ja. Einige von euch erinnert sich vielleicht an der letzten Folge, dass er mit Kumari reden wollte. Also, wir wissen es. Ich wollte es nur ein bisschen hinziehen. Ich mache mir Socken um meine Enkelin. Du meinst Mylin? Leidet sie noch immer unter dem Tod ihrer Eltern? Diese dumme Kuh, ey. Eltern, die sterben, sind doch gar nichts. Ja, ständig kehrt sie zu den Unglücksorten zurück. Sie hatte die Gabe, Illusionen zu schaffen, die sie für real hält. Auch andere... Was? Das ist gefährlich. Sie macht Illusionen, die sie selbst für real hält. Was für eine beschissene Kraft. Auch andere Menschen nehmen diese Illusionen wahr. Okay. Das ist bestimmt nicht wichtig für die Geschichte. Okay, Kumari, hast du deine Eltern auch verloren und hast gelacht oder so? Und dann meinte er so, stirbt die Mutter vor ihm so, gib mir mein Insulin. Und er, naja, Tod gehört zum Leben, ne, Mutti, tschüss. So. Ark, kennst du Macho, den Reisenden? Er macht sich große Sorgen um seine Enkelin. Das ist mir ziemlich scheißegal, Kumari. Wie alt bist du eigentlich? Du bist Ark? Lord Kumari erzählte bereits von dir. Wir haben uns eben kennengelernt, alter Mann. Eben, wirklich vor 5 Sekunden. Ich sprach gerade von meiner Enkelin. Ihr Name ist Mylin. Sie lebte mit ihren Eltern in Luran. Doch dann, da kam der Krieg. Den habe ich zum Glück nicht mitbekommen, weil, wie gesagt, Schnipsen. Jetzt lebt sie bei mir, doch sie vermisst ihre getöteten Eltern. ja, wenn man überlegt, wie oft du wegreist. So. Mylin, deine Eltern sind tot, kannst du mir, ne? Aber ich gehe dann auch mal wieder für ein paar Monate weg, weil ich will die Welt bereisen. Nicht festsitzen mit so einer blöden kleinen... Was bist du nochmal? Ein Mädchen? Daher spielst du den ganzen Tag in den Ruinen Lurans. Das ist nicht gesund. Vielleicht solltest du mal mit ihr reden und ihr versuchen zu helfen. Was sie macht, ist wirklich nicht gesund. Wo Luran liegt? In der Wüste nordöstlich von hier. So sagt man zumindest. Du weißt nicht mal, wo Luran ist? Was? Die Eltern sind in einem Krieg in Luran gestorben. Und da läuft die Tochter. Da läuft nicht die Tochter. Doch, die Tochter. Da läuft Mylin immer hin. Und du weißt nicht mal, wo Luran liegt. Aber bist du der Globetrotter?
Wow. Ich war noch nie dort. Marlene hat mir nie den Weg verraten. Ich bin nicht selbstverantwortlich. Ich bin nur ein alter Mann. Ja, okay. Dann lass mal einen jungen Typen sich darum kümmern, der keine Ahnung ist. Vielleicht. Das Vier? Wie alt ist er? 20? Das Dreifache. Das, na, egal. Mathe. Lass uns mal hier so einen jungen Spund das machen hier. Hey, ich bin 20 und du, ne? Oh, ich bin ein Kuger. Ja, keine Zeit, ich muss jetzt zu Marlin. Marlin ist bestimmt hot. Oh, die ist erst 9. Oh yeah. Tschüss. Die Welt, sie lebt wieder. Wir haben die Städte und wir haben vieles zu beachten. Zum Beispiel. Lalalala, wir können immer noch einkaufen und über die Leute. Guck mal, die erinnern sich an uns. Dürft ihr jemals nach Hause? Ich glaube nicht. Und er hier? Er redet nicht mehr mit uns. Er ist sauer auf uns. Wir können wieder zurück. Wir können zurückgehen und mit den anderen reden. Wir machen es einfach mal. Und ihr werdet sehen, warum ich das mache. Weil, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Hört doch mal auf jetzt. Jetzt ganz ruhig. Jetzt mal ganz ruhig. Ihr müsst nicht schreien. Doch schreit mal ganz laut. Und dann will ich wissen, was eure Mitbewohner machen. Ne, warte. Was hier? Ich hab vergessen. Ja, das war die Schlucht. Ich habe aber gemerkt, weil es eben im Tempel noch nicht so laut war, dass ich glaube, wieder vergessen habe, den Sound runterzudrehen. Das wird für euch auch super. So. Deshalb schreie ich hier alles zusammen. Sorry. So, weil wir haben ja noch Liam. Unsere Liebe. Warte. Ich warte kurz, ich habe ganz vergessen. Weißt du was? Liebe, weil stumme Leute können auch lieben. Unsere Liebe geht auch ohne Reden. Switcher Fieb, du mich auch. Switcher Fieb, weißt du? Das ist mein Status beim Messenger. Switcher Fieb. Nein, jetzt nicht, danke. Oh, später. Später, Möwe 1. Oh, siehst du, kein anderer Switcher Fieb nicht. Alle anderen sind ruhig, weil sie so enttäuscht von mir sind. Nur weil die Menschen mir meine Gabe genommen haben. Aber was im worauf ich wahrscheinlich nie gekommen wäre das. ich habe euch ja gesagt, nachdem ich irgendwo war, gucke ich im Buch nach. Und das ist halt jetzt hier, ne? Willst du spielen? Was spielen? Da ist jetzt plötzlich ein Typ. Da Schnips ist ein Typ bei den Löwen. Warum wird er nicht schon zerrissen? Kann ich Liam bitte auf ihn los? Na, Liam vielleicht jetzt nicht, aber den Vater oder so. Wie hieß er nochmal? Leo? Nein. Leon? Triff in 30 Sekunden möglichst viele Monster. Triffst du ein gelbes Monster, verlierst du Punkte. Hä? Ah, so, I see. Das erste Minigame, Leute! Das ist ein bisschen langweilig ist. Aber wir müssen ja eigentlich nur ganz viele treffen. Aber ich kann ja gar nicht so viele treffen, weil... Boah, wird wahrscheinlich noch ganz schnell oder so, ne? Ah! Wo ich stehe, kann ich natürlich nicht sehen, ob da ein gelber rauskommt. Da. Hoffentlich habe ich genug. Ich will das nicht nochmal machen. Du hast es geschafft, dafür erhältst du einen Preis. Du hast diesen wunderbaren Stein gewonnen. Mein Glückwunsch. Warum kannst du mit Monstern? Ein Kristall, damit kann ich mir ein Drittel von einem scheiß Zauber holen, der mir nichts bringt, aber hübsch aussieht. Willst du spielen? Nein, du hast nämlich nichts mehr. Tschüss, ich hab dir alles genommen. Aber wenn wir schon mal hier sind, gehen wir natürlich zu Liam und fragen ihn, warum seid ihr so faul und tötet nicht den Typen? Der kann nicht mit euch reden. Hallo, keiner redet mit mir. Vielleicht miaut und schnurrt ja Liam. Hallo. Nö, aber ihr kennt mich noch, ne? Hier, riech an mir, riech an meinem Bürzel.
So, oh, ich immer kuschel, kuschel, kuschel. Kuschel, 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 kuschel. So. Er lässt das mit sich machen, weißt du? Da kommt so ein Mensch und dann, oh, das ist arg. Wir können zwar nicht mehr reden, aber wir können uns immer noch anfassen. Wie im Real Life. So. Dankeschön. Da wollte ich euch nur gezeigt haben. So. Er ist ja nicht verloren. Es ist nur, wir bleiben Freunde. Sagen wir mal so. Manchmal muss man auch erwachsen sein und sagen, es hat einfach nicht sein sollen. Es war eine schöne Zeit. Wir müssen aber jetzt getrennte Wege gehen. Aber wir bleiben Freunde. Ne? Also, auch wenn es im Herzen weh tut. Wow, in dieser Folge passiert wieder mal überhaupt nichts. Sorry. Ich wollte nur... Ich wollte euch das zeigen. Und den Kristall. Und, ja. War hier nicht noch irgendwo was? Ich könnte nämlich jetzt... Das mache ich aber jetzt mal ausnahmsweise nicht. Das machen wir später. Ich könnte zurück zum Vogel, also zum Vogelnest fliegen und dann zu diesem einen, zu der einen Insel rüberfliegen. Versteht ihr? Also sehr viel hin und her fliegen. Aber warten wir einmal ab. Wir machen erstmal was anderes. Nämlich, hier können wir hoch. Warum können wir hier hoch? Ah, das war Eklamata. Da können wir nochmal hin. Können wir gucken, was mit dem Elch ist? Wir töten einfach ein paar Wölfe und gehen wieder raus. Wir sind nämlich Förster. Wir müssen uns darum kümmern. Wir töten... Okay, ihr kennt das nicht. Aber es gibt zu viele Wölfe in unserem Wald. Also Shotgun! Und dann gehen sie rum und machen alle fertig. So, wir haben hier, da hinten ist ein Haus. Wir sollen in die Wüste reingehen, in die Gyrobi-Wüste. Da geht da einfach durch, der Ark. Aber immer gehen wir zu diesem Haus. Ich liebe es, auf Oberweltkarten Sachen zu finden. Ich liebe es so sehr. Dragon Quest, Final Fantasy. Ich vermisse total diese Oberweltkarten. Grunz, Grunz. Die sind alle nicht angebunden. Die mögen es wirklich hier zu sein. Und das liebe ich. Man findet denn hier so ein, plötzlich so ein Nomaden-Camp. Wer bist du? Wir sind nur arme, aber glückliche Nomaden. Ja, seltsam, dass du es so sagst, weil das glaube ich dir jetzt irgendwie nicht mit diesem Gesicht. Das ist so, nein, nein, ich bin glücklich. Nein, alles ist okay. Nein, wirklich, nein, nein, also ich kann mich nicht beklagen. Weißt du, so ein bisschen. Ja, ist ja gut. Wir zeichnen uns gegenseitig. Wir ziehen umher und schlafen unter den Sternen. Wir sind frei. Doch wir blicken ständig den Gefahren der Natur ins Auge. Und, anderen Sachen. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht immer pervers sein, sonst werde ich niemals bei Twitch anfangen können. Der war gut. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht bin ich auch wirklich schlimm. Und das kommt nicht von meiner Familie oder sowas. Wie gesagt, christliche Erziehung und sowas. Vielleicht gerade deshalb. Ich bin einfach oft pervers, aber nicht im schlimmen Sinne, finde ich. Ich bin einfach nur, ich bin vielleicht nie älter als 13 geworden, aber ich finde es nicht schlimm. Naja, ich werde versuchen, mich zu zügeln. Für euch, damit ihr in den Himmel kommen könnt, okay? Dies ist unser Weidenland. Du zertrampelst das Gras. Ja, ihr habt einen Behindi bei euch, ne? Okay. Ich stelle mich mal mit hin. Oh, ist das schön. Wer kennt das nicht? Wir brauchen Feuer. So ein Pennerfeuer. In der Wüste Gobi. Ich habe früher immer Grobi gesagt. Ich war mir sicher, es heißt Wüste Grobi. Naja, ich zeige mal überhaupt kein Gras. Du hast zu viel Gras geraucht, ey. Dann gehen wir mal an eure... Jeder hat sein eigenes Zelt. Und da sind die Frauen drin. So sollte es sein. Geh lieber wieder, mein Mann ist sehr eifersüchtig. Wow. Ich habe kein Interesse an dir. Ich war gerade... habe gerade Schluss gemacht mit meiner Möwe, ja? Okay, du bist jetzt... Irgendwie... Hübsch. Aber irgendwie auch nicht. Geh weg. Weißt du was, ich mag das nicht, wenn Frauen hier so einfach nur rumstehen und das Gras zertrampeln. Habt ihr sie gehört? Wer von euch ist der arme Mann von der Frau? Nee, was für eingebildete Fotze, ey. Geh, Liebe. Mein Mann ist so eifersüchtig. Ich habe kein Interesse an dir. Was machst du? Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein, also raus mit dir. Wow, alle Frauen sind so lieb. Hast du mich mal gesehen? Ah, die steht bestimmt auf andere. Achso, nee, warte mal. Alle Männer draußen sehen gleich aus. Sind das Drillinge, die Drillinge geheiratet haben?
Aber siehst du mich mal an? What the fuck? Ihr habt ein eigenes Feuer. Da können 4 Leute drumstehen. Egoisten. Okay, das wird auch noch was. Ich weiß, es trauen sich heutzutage überhaupt nicht mehr. Also zu heutzutage ist ja Kolonisation. Wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall übernehmen und sowas. Wisst ihr was? Leute regen sich über alles auf heutzutage. Da ist dann irgendein Spiel und da kommt dann vor Sklavenhandel. Und alle, oh mein Gott, darüber kann man doch kein Thema machen. Warum nicht? Es gibt Krieg, es gibt Vergewaltigung, es gibt ganz viel Korruption und schlimme Sachen. Es gibt Nordkorea. Solange es Nordkorea gibt, können wir verdammt nochmal das Thema Sklaverei aufnehmen, bitte, ja? Guck mal, habt ihr... Oh, das ist ja kacke. Hier gibt's nur Töchter. Bist du ein Entführer? Was zur Hölle ist hier los? Ihr habt Spaß. Die Männer stehen draußen und reden sich ein, glücklich zu sein. Und die Frauen mit ihren Töchtern stehen einfach irgendwo drin. Und haben nur negative Emotionen. Nein, mein Mann will mich verprügeln. Oder, ach, geh weg, ich will nicht mit dir reden. Oder, bist du ein Führer? Hat jemand erlaubt einzutreten? Wow, ich geh mal. Es hat nichts gebracht, außer dass ich euch alle abfackeln möchte. Ich trete über dein Gras. Jax, komm mit. Hier, guck meine Augen. Ich bin's, Ark. Vielleicht haben die Vögel von mir geredet. Ich gehöre hier mit dazu, zu den Verrückten. Ihr seid alle unglücklich und gebt mir nichts. Hier liegt nichts. Geil. Total unwichtig war das. Total unwichtig. Wir gehen also in den Wald. Das hat mich nur aufgeregt. Ein Stück Wald. Okay, ich habe Angst, dass irgendwo Gegner plötzlich rauskommen. Was bringt der Wald? Das liebe ich aber. Ich liebe, dass man versteckte Sachen findet. Und die sind nicht mal im Lösungsbuch. Seht ihr? Nein! Das finde ich so toll. Und dann weiß man nicht, was einem erwartet. Die Nomaden bringen dir nur schlechte Laune. Hier gibt es dann plötzlich so einen schönen See. Und du bekommst einen Kristall. Woo! Das Wasser sieht aber sehr unheimlich aus. Aber voll cool. Voll cool, oder? Das ist nämlich so ein Skyrim irgendwie. Wenn man sich so Sachen findet. Okay. Wir sollen nach Gobi. Ich könnte weiterlaufen. Aber. Wow, ein Sandsturm! Ich kann kaum etwas sehen. Den Sandsturm in meinen Augen. Schöne Musik. Hey. Wer war das? Warte. Wer war das wohl? Ark. Wer war das wohl? Autsch! Oh, das sind nämlich jetzt an einige andere Spiele. Oh, Breath of Fire, oh mein Gott. Durch die Wüste. Muss ich jetzt zurücklaufen? Hey. Okay, warte. Wer war das? Warte. Ah, man muss wirklich hinterherlaufen. Wie genial. Oh, schade. Oh, nicht schade. Ich wollte Scheiße sagen. Aber ich wollte mich ja zurückhalten für euch. Oh mein Gott, wie gut. Man muss hier wirklich hinterherlaufen und sie macht eine Abbiegung. Wie gut. Ich muss das Spiel so loben. Okay. Hallo. Merkwürdig. Nur tagsüber sind alle Leute glücklich. Alles scheint nur eine Illusion zu sein. Wurde uns ja schon gespoilert, ne? Dass die Leute in der Illusion unterliegen. Deshalb finde ich ein bisschen doof. Den Spoiler hätten sie ruhig weglassen können. Dass man nicht weiß, dass hier eigentlich ein Krieg war. Naja, was jetzt? Es würde irgendwie. Der Twist wäre besser. Dann wiederum wäre die traurige Thematik von Krieg nicht da. Weil damals oder immer noch verlieren Kinder ihre Eltern im Krieg. Ihre Väter, ihre Mütter, der Onkel ist viel cooler als alle anderen und sowas. Ach, das soll eine verlorene Stadt sein. Wovon sprichst du? Jupp. Wir sind also jetzt in Duran und alles sieht nicht weggebombt aus. Okay. Bist du ein Reisender? Ich wurde früher als Mönch ausgebildet. Ich fühle, dass die Dunkelheit diese Stadt bedroht. Ich bin schwach. Blieb aber hier, um andere zu warnen. Okay. Dann kannst du jetzt gehen. Danke für die Warnung. Brauch dich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich weiß das schon. Da hat mir nämlich ein alter Mann gesagt, der hier nie war.
Freu dich, wer weiß, was morgen geschieht. Hohoho, kleine Mädchen und ihre Foreshadowing. So eine hatte ich bei mir auch im Bett. Warte, das hörte sich falsch an. dir doch gesagt so. Wenn du so weitermachst, landest du nochmal irgendwann hinter Gittern. Nein, keine Ahnung. Reisender, suchst du ein Hotel? Wo ist ein Hotel? Ich bin müde. Gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite, nicht weit entfernt von hier. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen und verwirrten Fremden. Ja, ich brauche Schutz vor Sandstürmen. Suchst du ein Hotel? Wo ist Mylin? Ich suche kein Hotel. Weißt du vielleicht, wo Mylin wohnt? Mylin, geh vom Dorfplatz aus nach links. Sie wohnt hinter Temjin. Du kannst hier alle Häuser besuchen. Wir sind wie eine Familie. Ja, ausrauben. Danke schön. So, mal gucken, ob er irgendwas hat. Guck mal, Geul, aus Bronze geschmiedete Waffe. Ich habe fast nichts mehr. Ja, komm, wir holen uns eh alles. Dankeschön. Wow. Ich frag mich, ob das auch so eine Illusion ist. Also die Waffe. Nö, da musste. Also die Waffe hat er wahrscheinlich wirklich da zum Verkaufen. Flammstab habe ich jetzt auch nicht lang gehabt. Was soll's. Aber, jetzt müssen wir zu dem. Weißt du, wo ein kleines Mädchen ist? Da muss ich mir ordentlich mal einen Kopf hauen, damit sie euch zeigt, wie kaputt eure Stadt ist. Keine Ahnung. Hallo, ein Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formation. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe. Nutze den Flammenspeer, um Monster an kalten Städten zu bekämpfen. First. Wovon redest du? Warum hast du Ahnung von meiner Welt? Zweitens. Ich habe den Flammstab gerade abgelegt und wir sind in der Wüste. Aber thanks for nothing, Bill. So, okay. Wie eine Familie sind wir ja alle, ey. Auf die kann ich verzichten, auf die Familie. Ding, 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 ding. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie cool das gemacht wurde? Warum? Warum? Da denkt jetzt keiner drüber nach, ne? Warum bin ich jetzt hier? Warum denkt man, man klickt darauf und dann passiert was? Weil, damit das Spiel dir zeigen möchte, du kannst unter Tischen runterklettern. Und dann denkt man sich, warum soll ich das denn wissen? Denkt mal drüber nach. So,